Grüß Gott, ich will einen Mac-Haul machen. Ich muss leider dazu sagen, ich habe mir das so lange aufgehoben. Ich hatte ja Geburtstag im März und habe 2 Gutscheine bekommen. Ich glaube, 2, na Blödsinn. Einen hatte ich noch von Weihnachten und einen habe ich von meiner Cousine zum Geburtstag bekommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich die. Es waren ja Marionot-Gutscheine und ich kenne nur einen Marionot bzw. 2. Aber in den einen gehe ich nicht so gern rein. Und in der Lugner City, in den Marionot, wo es auch Mac gibt, gehe ich so gern rein, weil da gibt es eine Verkäuferin, die ist so lieb. Ich mag die total gerne. Ja, deswegen bin ich dorthin gegangen. Und ich zeige euch mal die Sachen, die ich mir dort gekauft habe. Das Problem ist, ich habe ein paar schon angefangen zu benutzen. Deswegen ist das hier schon fast leer. Weil diese Hauls schon länger her sind. Also wer mir auf Instagram folgt, der hat auf jeden Fall die Insta-Fotos davon gesehen. Weil da war es noch voll. Aber ich liebe dieses Ding. Es ist dieses, natürlich von MAC, dieser Gentle of Eye and Lip Makeup Remover. Ihr seht, ich trage in letzter Zeit nur ist übertrieben. Ich trage in letzter Zeit so gern rot oder pink oder lila. In der Arbeit trage ich so gerne so ein knalliges Lila. Und ich kriege das halt nur mit dem runter. Weil der Hofer Make-up Entferner, der ist so widerlich, wenn ich das mit dem mache. Und dann habe ich das noch in der Rille drinnen von der Lippe. Da passiert es manchmal auch, aber da mache ich dann ein Lippenpeeling. Zu denen komme ich gleich. Und dann probiere ich es nochmal mit dem und dann geht es meistens runter. Also ich liebe den. Wenn der leer wird, werde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Da wird nicht diskutiert drüber. Ja, sie war auch so lieb und hat mir auch 2 Proben mitgegeben, die von Marionot in der Lugner City. Einmal den Kenzo World und einmal von Givenchy, habe ich noch nie einen Duft gehabt. Den Kenzo World kenne ich, weil den haben wir bei Müller, wo ich arbeite, auch. Aber Givenchy, oder wie immer man das auch aussprechen mag, habe ich bei mir in der Filiale nicht. Und den fand ich echt interessant. Ja, dann habe ich noch ein paar Sachen. Ich war wirklich, wirklich, wirklich böse. Böse, böse, böse. Aber der Weihnachtsgutschein war vom Roman, der Marionot, und da war wirklich viel Geld drauf. Da war ich echt baff, wie ich das gesehen habe, dass da so viel Geld drauf war. Und deswegen habe ich mir das aufgehoben und habe halt so hin und wieder überlegt, was brauchst du, was willst du probieren. Dann ist mir eben der eingefallen. Dann ist mir vor kurzem mein Fix Plus mit dem Coconut-Duft leer worden. Ja. Und sie haben ja die Sorten wieder rausgebracht und ich habe mir das hier gekauft, das Coconut. Die Verpackung ist nur auch so schön. Ich wollte ja eigentlich das normale Fix Plus nachkaufen. Ich glaube, ihr könnt es euch erinnern. Bei dem einen, ich zeige euch das kurz, weil ich habe das jetzt, wie gesagt, leer. So sieht das aus. Und ich will das eigentlich zu Back to Mac geben. Und jetzt überlege ich, ob ich das dann da reinfülle. Und das Gelbe dann zu Back to Mac gibt. Obwohl, Gelb ist meine Lieblingsfarbe. Zwickmühle. Ich habe nicht gedacht, dass die im Sortiment bleiben, weil viele haben behauptet, sie bleiben nicht im Sortiment, die Fix Plus von Mac. Dann hat es geheißen, dann doch, dann wieder doch nicht. Das war so ein richtiges Hin und Her. Und jetzt bleiben die sogar. Finde ich auch gut. Ich will mich nicht drüber beschweren. Nur das Problem ist, dass da auch die Verpackung schön ist. Also ich finde sie schön. Wer mich kennt, weiß, dass Gelb meine Lieblingsfarbe ist und deswegen... Ja, habe ich ein kleines Problem, weil ich wollte ja eigentlich das Fixplus dann da in das eine reinfüllen. Aber ich glaube, ich werde das trotzdem aufheben. Ich werde es aber in meine Back-to-Mac-Kiste geben. Aber ich werde es nicht back-to-macken. Nein, mit den ganzen Blümchen und das. Nein, ja, da tue ich lieber das ins Back-to-Mac rein als das andere. Aber mal schauen, ich muss mir das noch überlegen. Das ist so dämlich, was ich jetzt rede, oder? So kann wirklich nur ein Mac-Junkie reden. Also... Ich habe mir das neue gekauft, das ist das Coconut, weil das, was ich vorher hatte, war auch das Coconut. Und das mochte ich so gerne, deswegen habe ich mir das gekauft. Aus Ende. Dann habe ich mir noch 3 Sachen gekauft. Den habe ich schon öfter gehabt. Wer mich länger schaut, weiß das. Das ist der Concealer. Der Pro Longwear Concealer in NB oder NC15. Da muss ich aber dann gucken, ob das auch passt. Ich glaube schon. Oder? Ich hoffe es, oh Gott. In NC15, hier ist er. Habe ich auch schon einmal benutzt. Er hat passt, so viel ich weiß. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob die Farbe auch stimmt. Aber ich glaube, er hat passt. Ich liebe den Concealer. Nur so viel dazu. Ich habe jetzt einen von Love und ich hasse den. Den habt ihr in den Get Ready With Me gesehen, was ich hochgeladen habe. Also, der ist so dermaßen flüssig, dieser Concealer. Ich hasse den einfach und ich hoffe, dass der schnell leer geht. Also, dann habe ich noch eins.
Das ist die Lip Base. Auch eines meiner Favoriten hatte ich auch schon öfter, habe ich schon öfter auch aufgebraucht. Weiß nicht, wer meine alten Videos noch kennt, da habt ihr das wahrscheinlich öfter gesehen. Das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du dir das. Das ist einfach nur so ein weißer Stift. Jetzt habe ich ihn nicht um, weil ich drehe nur Videos, aber wenn ich unterwegs bin, gebe ich den vorher drauf, damit mein Lippenstift länger hält. Und das funktioniert, also für mich funktioniert es. Aber generell sowieso, weil ich auch schon Lip Liner auch verwende, deswegen hält er meinen Lippenstift sowieso lang genug, würde ich jetzt mal sagen. Das letzte MAC-Produkt ist, ich weiß nicht, ob die jetzt auch ein Standardsortiment sind. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das sind diese Lippenpeelings. Ich hab so lange überlegt, ob ich mir jetzt wirklich eins kaufe. Das von Lush habe ich ja aussortiert. Nein, Blödsinn, das habe ich aufgebraucht als Handpeeling. Ja, da habe ich die Dose noch hinten und ich war vor kurzem bei Lush, ich Dumpfbacke. Verdammt, weil die Dinger kann man ja zurückbringen. Ich werde das nur auswaschen und dann werde ich es zurückbringen. Ich habe mir das Lilane genommen. Ich habe es auch heute auch benutzt, weil ich habe gestern gemerkt, wie wir unterwegs waren. Wer meinen anderen Kanal kennt... Ach Gott, Deutsch ist manchmal so schwer. Ich habe ja einen zweiten Kanal, einen Vlog-Kanal, den habe ich euch immer unten in der Infobox verlinkt, hoffe ich. Ja, habe ich fix. Und da waren wir vor kurzem unterwegs und ich war da unterwegs und man sieht so richtig, dass da sich das alles absetzt. Jetzt nicht mehr, aber vorher war es, also gestern war es echt schlimm. Und da habe ich mir gedacht, okay, es war wieder Zeit, das Lippenpeeling zu benutzen. Oft ist es jetzt noch nicht benutzt, es ist auch sehr voll. Aber ich mag es. Ich mag den Duft. Ich mag den Peeling-Effekt. Ich finde das richtig gut. Ich habe bis jetzt, das von Lush, das mochte ich nicht so gut, wirklich. Das war mir zu grob. Das ist jetzt nicht zu grob, aber auch nicht zu fein. Deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Ich habe es geschafft. Mein Gott. Wenn ihr wollt, kann ich euch die Preise gerne unten in die Infobox schreiben. Das Problem ist halt, dass ich auch den Gutschein hatte. Das heißt, ich muss da immer gucken. Ich hoffe, ich habe auch alle Rechnungen aufgehoben. Wenn nicht, steinigt mich nicht. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr ein MAC-Produkt habt, was ihr euch immer nachkauft. Die jüngeren Mädels da draußen, ist jetzt klar, dass das nicht der Fall ist. Aber falls doch... Schreibt mir gerne, ob ihr ein MAC-Produkt habt, auf das ihr nicht mehr verzichten könnt. Es kommt nämlich bald eine Liste von mir und da wird das leider nicht dabei sein, obwohl das ein neuer Liebling ist. Aber es kommen andere Lieblinge. Ja, und deswegen... Ne, ich rede nur Blödsinn daher. Egal, ich hoffe, euch hat der MAC-Haul trotzdem gefallen. Und wie gesagt, schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr für MAC-Produkte nachkauft. Es wird leer und ihr kauft es direkt nach. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!